Hallo YouTube, ich grüße euch zu einer neuen Folge hier beim Landwirtschaftssimulator 2019 auf dem Hof Bergmann zum Projekt Hof Bergmann. So, jetzt nochmal erstmal kurz wieder die Kartenangleichung machen, sprich, was seitdem geschehen ist seit der letzten Folge. Ihr wisst, die Hühner habe ich ja veräußert. Ich habe auch meinen Hofladen ein bisschen aufgefüllt. Das wird jetzt gleich alles verkauft. Das ist jetzt nicht ganz so viel, aber auf jeden Fall etwas. So. Dann gehen wir mal zum Feld. Genau. Ich habe auch die letzte Ernte verkauft. Und habe jetzt hier Weizen angebaut. Da ist jetzt hier der Reifeprozess schon etwas fortgeschritten. Ja, ist jetzt alles wieder perfekt. Sehr schön. So, dann gehen wir noch mal in unsere Milchproduktion. Ihr hört, läuft die schon wieder auf Hochtouren. Ja, das sieht gut aus. Hier werden wir dann mal Ziegenmilch noch holen. Das Teil müsste auch soweit fertig sein. Ich gucke mal, ja, das ist fertig, genau. Nur noch mal einschalten. Das mal fertig machen lassen hier. Hier ist auch noch fertige Butter. Die Regale sind voller Käse. Die haben wir jetzt überschüssig. Die könnten wir schon mit einem Hofladen schaffen. Gut. Ja, die ist gleich fertig. Und zwar ist jetzt. Gut, sehr gut. So, jetzt gehen wir mal in unseren Kuhstall. Da ist nämlich auch was passiert. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier Kälber. Gehen wir ins Tiermenü. Und ihr seht, wir haben 18 Kälber. Ja, die sind völlig versorgt. Und die machen auch eine Reproduktionsrate. Da bekommen wir alle 66, dreiviertel Stunden ein neues Tier dazu. Okay, das dazu. Wie es jetzt weitergeht, erfahrt ihr noch einen kurzen Intro. Also bis gleich. Ja, jetzt gehen wir mal in unseren Hofladen. Da ist nämlich jetzt gleich Ladenschluss. Dann werden wir mal sehen, was wir bekommen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal eine Mission an. Können wir gleich mal gucken, was wir da am besten annehmen. Das hätten wir transportieren. Das habe ich jetzt noch aktiv. Das werden wir dann erstmal ausführen. Könnten wir irgendwas mit ernten? Was haben wir denn hier? Hafer. Feld 25. Feld 25. Das wäre hier hinten das Feld. Das hatte ich schon mal vor längerer Zeit gemacht. Was zahlt er denn der Gute? Na, 9000, immerhin. Da könnten wir auch grubbern. Das Feld 12. Aber das ist nicht so spannend. Das mit dem Ballenpressen, das schenken wir uns hier. Das ist zu umfangreich. So, also machen wir jetzt Folgendes. Ihr wisst ja, was wir im Laden haben. Jetzt springe ich mal zu meinem Traktor. Nämlich zu den. Und das Fass liegt wieder unten. Und ihr seht, wir haben 12.884 jetzt durch den Hofladen eingenommen. Das ist nicht schlecht, das geht. So, jetzt werden wir mal das Fass noch hier hochschaffen. Auf den Hänger. Und dann werden wir mal. Ich weiß auch nicht, warum die immer so. Schön ist anders. Weil das liegt ja hier auch schon wieder ziemlich auf der Kippe.
So, machen wir das mal so. Und zwar hat der Pfarrer, wie ihr seht, Vertrag transportieren. Der Besitzer bietet Ihnen eine Belohnung von 1741 Euro an. Der örtliche Pfarrer aus Fuchshausen braucht etwas zu trinken. Transportiere Whiskyfässer von der alten Brennerei zur Kirche. Genau, jetzt habe ich zwei Stück drauf. Wir brauchen aber, glaube ich, vier. Das heißt, wir können jetzt die Mission noch gar nicht abschließen. Wir können jetzt nur erstmal liefern. So, wo fahren wir denn? Wir fahren hier lang. Ja, wir liefern jetzt die zwei Fässer ab und dann gucken wir mal, was wir noch so tun können. Ja, was ist noch? Also, ich werde jetzt die Tage das Multiplayer-Projekt starten. Das heißt, ich werde einen Multiplayer oder einen Server anmieten. Für einen Multiplayer-Modus. Und der wird dann 8 Slots beinhalten. Dazu kommt noch ein Teamspeak. Und wie gesagt, wer Bäcker hat, ich werde jetzt eine E-Mail-Adresse hier verlinken. Da kann sich gerne bei mir melden. Wenn er Bock hat mitzumachen, ist er herzlich willkommen. Sind zwar zwei kleine Voraussetzungen, die er erfüllen muss, aber ich denke mal, das bekommt eigentlich jeder hin. Gut. Fahren wir gleich hoch. Ja, und was da für eine Karte am Start sein wird, das wird die Gemeinde Radesinn. Das spielt in Schleswig-Holstein. Ich habe mir die Karte mal angeguckt, also die ist wirklich top. Und dann werden wir ein paar Mods noch mit installieren, zum Beispiel Mais Plus. Das wird auf jeden Fall mit installiert werden. Und das Seasons, das schenken wir uns, weil das ist nicht so meins. Das Precisions Farming werden wir auf jeden Fall noch mit drauf haben. Und so ein paar diverse kleinere Mods. Denke ich mal, vielleicht Auto Drive, dass wir das noch mit hoch mit drauf nehmen. Oder Cosplay. Müssen wir mal sehen. So. Vielleicht schon mal Licht anmachen. Ist nicht mal ganz so hell am Tag. So, da werden wir mal die Fässer abgeben. Und das zuerst. Schön langsam drehen und dann schön langsam laufen. Dann klappt das nämlich auch. Aber wie es aussieht, nimmt er das wieder nicht, oder? Doch, 50. Ach, sind nur zwei Fässer. Ne? Das sieht doch gut aus. Ich hatte die Mission schon mal, da musste ich nämlich vier Fässer abliefern. Aber zwei Fässer, okay, das passt. So. Vorsicht. Lieferung erfolgreich steht hier. Genau. Gut. So, da fahren wir jetzt mal zu unserem Hof zurück. Am Fußweg fahren, das geht nicht anders. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über den Kanal aber auch. Und wie gesagt, als nächstes großes Projekt wird dann das Multiplayer-Projekt starten, wo sich natürlich, wer Bock hat, sich bei mir melden kann und kann gerne mitmachen. Dann werde ich euch noch die Tage mal einen Mod zeigen, den ich selber erstellt habe. Was heißt ein Mod? Ich habe bei gewissen Fahrzeugen mal
die Farbauswahl abgeändert, sprich es gibt so einige Fahrzeuge, da hat man keine große Farbauswahl, wenn man die im Shop kauft. Und da habe ich wieder was gemacht, dass man dann auch eine größere Farbauswahl hat. Sehr interessant die Sache. Wir blinken hier ewig. Gut. Und wir werden jetzt natürlich in der Abenddämmerung die Mission annehmen. Wir stellen das schon mal hoch, dass man dann ein bisschen Käse und Butter aufladen kann. So, stellen wir jetzt hier ab. Aus. 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 So, jetzt nehme ich meinen Mähdrescher. Und begebe mich zu diesem Feld, was mir wir fahren jetzt ganz normal die Straße, wir fahren jetzt keine Feldwege. Doch, wir fahren einen Feldweg, nämlich diesen hier. Das war ja früher meine Straße. Also in der Felsbrunn ist das eine Straße, hier natürlich nicht mehr. Ja, wenn wir das Feld jetzt ein bisschen clever abernten, dann bleibt für uns natürlich am Ende auch wieder ein bisschen Getreide übrig. Und das finde ich immer gut. Deswegen mache ich gerne diese Erntemissionen. Pflügen, grubbern, säen, das ist nicht so meins. Da bleibt meistens nichts hängen. Düngen geht auch, weil das ziemlich schnell geht. Da kann man immer so einen schnellen Zwanni machen, sage ich immer. Na. Wie gesagt, wir werden in der nächsten oder übernächsten Folge werden wir dann das gegenüberliegende Feld kaufen, beziehungsweise das Feld bei unseren Ziegen da oben, und das werden wir dann umgestalten. Da kommt dann noch ein Hofsilo drauf, ein bisschen Wiese werden wir da umgestalten, und wir werden noch ein paar Hallen setzen, dass wir unsere Geräte alle unterstellen können. So, jetzt sind wir gleich da an diesem Feld. Nämlich hier. Und ich finde das herrlich. Jetzt in der Abenddämmerung hier. So, ich werde mal mit dem Mähdrescher so ranfahren. Wenn wir das Cursed-Play öffnen. Und ich hoffe, dass er jetzt was Ordentliches ausrechnet. So, und zwar's. Genau. Kursgenerierung, genau. Das ist jetzt Feld 25. Achso, wir müssen das ja erstmal annehmen, genau. Was ist das? Nein. Das war es auch nicht. Ernten. Das war's, genau. Genau. So. Und jetzt sollte das eigentlich gehen. Genau, sind das nämlich auch. So, aktuelle Fahrzeugposition, ja, Stadtrichtung lassen wir auch so, Feldinseln sind hier keine. Rein wollen wir auch keine überspringen. Fahrzeuge haben wir nur den einen Drescher auf dem Feld, Arbeitsbreite 7,90 Meter stinkt auch. Saatgutrechner brauchen wir nicht. Vorgewende, wir machen mal eins und wir fahren wir im Uhrzeigersinn.
würde ich sagen. Wir nehmen weiche Ecken, genau. So, hoch, runter. Das lassen wir jetzt mal so. Und jetzt hat er uns den Kurs generiert. Und ich würde sagen, der Meister beginnt mit seiner Arbeit. Und da gucken wir mal, was er jetzt hier vom Kurs rausschmeißt. Aber das sieht relativ gut aus. Deswegen gehen wir jetzt zum Hof und holen unseren Traktor, unseren Fürgesen und einen Hänger dazu. Licht sollten wir auch mal anmachen. Und werden dann das Ganze abfahren. Wo will ich jetzt anhängen? Jetzt den Traktor noch programmieren, also sprich programmieren, das Abfahren einstellen, und dann sollte das soweit automatisch funktionieren, dass wir das Feld dort abernten. Naja, unser Mähdrescher ist da hinten. Sieht sehr gut aus. So. Das nehmen wir jetzt hier mal als Stoppplatz. Jetzt muss ich erstmal. Genau, so. Jetzt gehen wir hier drauf. Wir wollen Drescher abdanken und abfahren machen. Genau. So, Kursaufzeichnung beginnen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, zum Malzwerk. Das Malzwerk ist, genau, das ist ja hinten. Also das ist gar nicht weit. Also fahren wir jetzt hier. Sorry, ich fahre jetzt mal kurz durch die Saat. Das geht jetzt nicht anders. So, jetzt fahren wir über den Abkipptrigger drüber. Das macht er dann alles automatisch. Wir fahren jetzt nur die Strecke ein.
So, jetzt gehen wir auf Beenden. Müssen wir uns noch einen Mähdrescher suchen. Genau den. So, und jetzt sollte das funktionieren. Wie weit ist der Drescher? Na gut, das ist jetzt bei 51%. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Wir können auch hier noch Einstellungen vornehmen. Moment, erweiterte Einstellung, das wollte man nicht. Ich wollte... Hier ist das, genau. Abfahren bei 100%. Also wenn der Hänger mit 100% gefüllt ist, fährt er ab zum Silo bzw. zur Verkaufsstelle. Und abtanken vom Mähdrescher tut er, sobald der Mähdrescher 85% hat. Okay, so viel dazu. Und wie ihr seht, fährt der Mähdrescher so ein Vorgewende, da fährt den ganzen Außenrand ab. Das ist dann das Vorgewende und auf diesem Vorgewende kann sich dann immer der Traktor bewegen und kann ihn immer schön von der Seite abdanken. Das passt hervorragend. So, jetzt ist natürlich das Problem. Ich nehme jetzt mal den Abfahrer raus. Ja, das leckt jetzt ein bisschen, weil da irgendwie was berechnet. Na gut, er hat jetzt eine andere Technik. Ich habe jetzt mal... Müssen wir jetzt mal beobachten, was er macht. Und wie ihr seht, der Traktor kommt gefahren. Und er tankt ihn jetzt ab, genau. So. Und so fährt er jetzt rückwärts. Ah ja. Er fängt jetzt sozusagen hier an. Seht ihr das? Wird jetzt hier hinten, dort wo grün ist, startet er und wo rot ist, endet er. Also da müsste dann irgendwo hier hinten enden. Hier, das macht er dann als letztes irgendwie. Er fängt jetzt hier an, müsste dann immer, seht ihr das, so fahren. Ja. Genau, da müsste jetzt hier eigentlich mit einer Bahn anfangen. Das verstehe jetzt wer will, aber nicht ich. Moment, ich gucke jetzt nochmal.
Ich weiß es nicht, was er vorhat. Keine Ahnung. Aber wir haben ja Zeit. Ich würde sagen, wir lassen den jetzt noch ein bisschen abtasten und sobald er das gefunden hat, nehme ich euch wieder mit rein. Also bis gleich. Ja, jetzt habe ich euch mal wieder mit reingeholt und wie ihr seht, hat er jetzt seine Bahnen gefunden. Ne? Und normalerweise müsste jetzt gleich der Traktor kommen bei 85% und müsste ihn abdanken. Und das gucken wir uns jetzt noch mit an. Gehen wir in die Außenansicht. Ich habe jetzt bei dem Traktor mal die Fruchtumfahrung ausgestellt. Sonst gibt es ja scheinbar Probleme. Jetzt gehen die Frames runter, das heißt der Traktor lädt einen Kurs. Müsste jetzt eigentlich gleich gefahren kommen. Deswegen ist das jetzt ein bisschen, leckt das ein bisschen. Wieso kommt der Traktor jetzt nicht? Genau. Komisch. Okay, machen wir das mal so. Jetzt sollte das passen. Fährt dann das Vorgewende rein. Nö. Da fährt jetzt die 5% ableiten, auch nicht schlecht. So, jetzt sollte er aber gleich den Mähdrescher abdanken. Ihr seht, fährt er jetzt den Kurs, den ich eingefahren habe, fährt er jetzt ab. Jetzt hat er sich seinen Startpunkt gesucht und jetzt fährt er abdanken. Genau. Ja, es ist noch ein bisschen buggy das Ganze hier. Nicht richtig eingestellt, aber mit kommt das so nach und nach hin. Ja, lassen wir den jetzt abdanken. Dann werde ich das Feld noch fertig machen. Genau. Ja, dann sage ich mal danke, dass ihr das Video wieder mal geschaut habt. Und ja, sage ich ganz einfach, bis die Tage, bis später. Ciao.